Bildhauer Raphael Graf aus Eichstätt lässt die Funken fliegen. Er arbeitet an einem Kunstwerk, das von den deutschen katholischen Hilfswerken gemeinsam in Auftrag gegeben wurde. Sie haben sich erstmals für das kommende Kirchenjahr zusammen ein Motto gegeben: Frieden, Leben. Raphael Graf konnte sich in einem Wettbewerb durchsetzen und darf das Symbol der Aktion gestalten. Ja, ich bin angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, ein Symbol zu entwickeln, das dieses Thema beinhaltet. Und was ich gestaltet habe jetzt, ist eine Weltkugel, die getragen wird von zwei Ölzweigen, die sich überkreuzen. Bis zur Fertigstellung des Friedenskreuzes investiert der Bildhauer rund 70 Arbeitsstunden, Ideenfindung und Konzeptentwicklung nicht mit eingerechnet. Die Arbeitsschritte sind umfangreich und jedes Material verlangt seine eigene Verarbeitung. Die Oliven werden zunächst von Hand gedrechselt. Erst dann können sie mit ruhiger Hand und viel Konzentration vergoldet werden. Das Vergolden läuft so ab: Die Olive, die wird praktisch grundiert, dann kommt ein spezieller Lack drauf und auf diesen Lack wird dann das Gold aufgelegt. Das Gold haftet dann von alleine sehr gut auf dem Lack. Das Gold kommt aus Schwabach. Schwabach ist die Goldschlägerstadt und es ist eigentlich sehr schön, dass das gleich bei uns um die Ecke ist. Die Kontinente für den Globus des Kunstwerks sind aus Seidenpapier. Mit einer dünnen Schicht Leim und viel Fingerspitzengefühl wird es über ein Drahtgerüst gespannt, bis ein Erdteil, wie hier Nordamerika, entsteht. Noch ist das Friedenskreuz nicht fertig. Raphael Graf bereitet die einzelnen Elemente vor, die er später zum fertigen Kunstwerk zusammenfügt. Gerhard Rott vom Referat Weltkirche im Bistum Eichstätt ist einer der Auftraggeber. Er besucht den Künstler bei seiner Arbeit. Uns wurde im Vorbereitungskreis sehr schnell klar, dass wir für die bundesweiten Eröffnungen der großen Kampagnen ein gemeinsames Symbol brauchen, das bei jeder bundesweiten Eröffnung zum Einsatz kommt. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen kleinen Künstlerwettbewerb. Und so ist dieses Symbol entstanden, das wir jetzt heute hier in der Werkstatt sehen können. Wir sind ja auch in der Bildungsarbeit dann in allen Diözesen in Deutschland unterwegs. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch erzählen kann, wie so ein Friedenskreuz entsteht, was der Künstler sich für Gedanken gemacht hat. Und der Herr Graf hat sich tolle Gedanken gemacht. Bisher kannte er das Friedenskreuz nur von Skizzen und Beschreibungen. Zum ersten Mal sieht Gerhard Rott nun die handgedrechselten, vergoldeten Oliven und die Kontinente aus Seidenpapier. Er versteht, was Raphael Graf meint, wenn er von verletzlichen Kontinenten spricht, die den Ölbaum des Friedens verdecken, der den Globus trägt. Raphael Graf hat das geschafft, was nicht leicht ist. Wir sind enorm glücklich mit der künstlerischen Umsetzung unserer sehr akademischen Gedanken, denn es bringt genau das zum Ausdruck, was wir versuchen, auch in die Kommunikation hineinzubringen, dass es darum geht, wirklich die Sorge um das gemeinsame Haus, wie es Papst Franziskus gesagt hat, in den Mittelpunkt zu nehmen, dass dieser Globus in Gefahr ist und dass durch die Friedensbotschaft dieser Globus auch eine Perspektive bekommen kann. Eine Woche später ist es soweit. Raphael Graf legt ein letztes Mal Hand an und das Friedenskreuz 2020 ist fertig. Erst jetzt lässt sich die Symbolik des gesamten Gebildes erkennen. Diese beiden Ölzweige, die tragen eine stilisierte Weltkugel, die aus Stahl geschweißt ist. Und auf dieser Weltkugel sind die Kontinente zart und zerbrechlich aus dünnem Papier angebracht. Es ist so, dass die Weltkugel getragen wird von den Ölzweigen, die die Idee des Friedens symbolisieren. Sie wachsen durch die Welt hindurch, überwinden Gefangenschaft, überwinden Gewalt und die goldenen Früchte und die grünen Blätter der Hoffnung an diesem Ölzweig, die wachsen praktisch an den Enden durch diese Stahlkugel hindurch. Und das soll also aufmerksam machen auf die Situation, dass der Frieden, dass die Hoffnung auf Frieden einfach stark ist, dass das stärker ist als Gewalt und Unterdrückung. Aus dem Altmühltal quer durch Deutschland wird es reisen, das Friedenskreuz 2020 aus den Händen des Eichstätter Künstlers Raphael Graf. Das Symbol des gemeinsamen Mottos der katholischen Hilfswerke im kommenden Kirchenjahr: Frieden, Leben.